Lämpchen ist an, alles gut. Tür ist zu, dann legen wir los. Schönen guten Abend, liebe Kollegen. Darf ich begrüßen zur Nachbesprechung unseres Freitagabendspiels gegen FC Schalke 04. Endstand 2-2. Ich darf die beiden Trainer begrüßen und Domenico, dich direkt um deinen Kommentar zum Spiel bitten. Ja, gerne. Guten Abend in die Runde. Ich glaube, dass der Start von uns gut war. Wir haben das Spiel nicht nur versucht zu kontrollieren, sondern wir haben es auf weite Strecken auch geschafft zu kontrollieren, hätte er so erwartet. Die Spielverlagerungen haben uns gut getan, haben versucht, den Gegner zu bewegen. Dann kamen die zwei Verletzungen, die uns sicherlich nicht nur heute, sondern wahrscheinlich auch für die nächsten Tage und Wochen wehgetan haben und wehtun werden. Trotzdem ist es so, dass wir nicht aus dem Spiel gekommen sind und im Spiel geblieben sind. Damit meine ich, dass wir den Kopf nicht verloren haben. Wir haben gut gespielt. Die Jungs, die reingekommen sind mit Suat beispielsweise, haben das Minimum adäquat ersetzt. Und dementsprechend sind wir zweimal auch in Führung gegangen. Nur konnten wir leider diese 2-1-Führung nicht in die Halbzeitpause bringen. Ich glaube, das wäre wichtig gewesen, um die zweite Halbzeit auch entsprechend anders, einen Tick anders zu gestalten. Im zweiten Durchgang fand ich es sehr ausgeglichen. Wir hatten Chancen. Jahrstein hält super. Zweimal sehr, sehr gut. Einmal beim Suat, das andere Mal beim Stevie, aber auch die Hertha, muss man zugestehen, hatten zwei, drei Kontersituationen. Da hätte es schon auch gefährlich werden können. Dementsprechend müssen wir es so akzeptieren und fahren trotzdem mit einem guten Gefühl nach Hause. Danke. Danke dir, Paul. Wie ordnest du die 90 Minuten ein? So, ich glaube auch, dass wir ganz ordentlich angefangen haben, genug Flanke, genug Druck haben wir ausgeübt und die Probleme war, dass wir mit der Fünferkette, die linke Seite durch Karim und durch Marvin haben wir nicht mutig nach vorne verteidigt, teilweise zu tief und dass die Schalke hat dieser Moment hat immer wieder gut ausgenutzt hat, trotzdem, wie kassieren unnötige Tor, ja, Weitschuss und so wie das gefallen, das kann ich so besser machen. Und dann haben wir auch umgestellt wegen dieser Zögerung, dass Marvin und Karim hat nicht richtig nach vorne verteidigt, sondern immer einen Schritt nach hinten und dann hat nicht funktioniert. Wollte damit nicht, dass Davy Selke links verteidigt, hat keiner gesagt zu der Mannschaft. Aber wir haben vorbereitet, Plan W, Rauter, das ist eine tierische harte Arbeit für Lustenberger, Meier und Grujic. Aber die haben es angenommen, dann hat einer, ich glaube, dann ein Kampfspiel entwickelt, ein richtiger Fight, was auch gut ausgesehen hat. Teilweise hätten wir gewinnen können, teilweise Schalke. Ich glaube, heute die Probleme waren ja, die erste große Chance war unsere, wenn wir zur Führung gehen gegenüber Schalke, dann hätten wir eine riesen Chance hier gehabt zu gewinnen, aber das nicht funktioniert immer wieder hinterher und trotzdem, für die Jungs kann ich Kompliment sagen, gut gearbeitet. Ich glaube, die Fans können das Spiel auch genießen. Und mit dem Punkt können wir leben. Ja. Ich glaube, für die beide Seiten das ist ein verdienter Punkt, weil wir haben genug Torschance gehabt haben und durch individuelle Fehler Schalke die Endphase zweimal sogar gewinnen können. Aber Rune hat das ausgebügelt und er gehört auch zum Hertha. Pat, vielen Dank. Gibt es Fragen an die beiden Trainer? Guck mal in die Runde. Gut. Dann vielen Dank fürs Kommen. Schönen Abend. Bei uns geht es weiter morgen früh um 10 Uhr mit Training. Super. Schönen Abend.